Servus Leute, ich weiß nicht, na, aber je länger ich mich mit Battlefield 4 befasse, desto besser werde ich in dem Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass die Unterschiede doch so groß sein können zwischen Battlefield 3 und Battlefield 4. Mittlerweile habe ich einige Kniffe dazugelernt und raus. Letztendlich ist das Spiel für mich immer noch unglaublich frustrierend und ich will jetzt einfach mal die fünf größten Probleme in dem Spiel meiner Meinung nach ansprechen und da, wo es geht, auch Verbesserungsvorschläge mal mit einbringen, weil ich bin immer so einer, der motzt viel zu viel und vergesst dann mal was Konstruktives hinten dran zu hängen und das versuche ich heute mal besser zu machen. Punkt Nummer 1, schwammiges Aim-Gefühl. Ich habe alles probiert, ich habe meinen Maus-Input-Lag endlich wegbekommen, was eigentlich auch schon an sich völlig lächerlich ist, dass ich da so viele Configs brauche und so viele Fixes und alles mögliche, was ich da alles an Zusatz Arbeit reinstecken muss, um überhaupt mal diesen Input-Lag wegzukriegen. Trotzdem, es hat endlich funktioniert. Schwammiges Aim-Gefühl trotzdem, das bleibt. Es ist wie, als würde der Soldat in Matsch stehen. Es ist kein Input-Lag mehr, aber es ist einfach nicht so snappy wie in Battlefield 3. Es ist nicht so direkt wie in Battlefield 3. Es fühlt sich alles ein bisschen indirekt an. Und es ist unglaublich ärgerlich, wenn du diese Waffen trainierst, die in Battlefield 3, in Battlefield 4 wirklich viel härter sind zu kontrollieren. Und es, du musst dann auch noch diese Schwammigkeit überwinden. Und das ist auch was, da kannst du dich noch dran gewöhnen. Da möchte ich gar nicht so viel, man kann sich dran gewöhnen. Es hat in einem Shooter nichts verloren, dass der Maus-Input derart gestört ist, aber man kann sich noch dran gewöhnen. Der nächste Punkt ist schon schwieriger, sich dran zu gewöhnen. Bevor wir dazu kommen, aber kurz der Verbesserungsvorschlag. Prioritätensetzung. Wenn ich ein Spiel entwickle, das als Shooter endet, dann muss ich die Priorität auf den Maus-Input sowas von hochsetzen. Da darf ich gar nicht an eine Alpha und eine Beta denken. Der Maus-Input, der ist sowas von essentiell. Das ist ein Shooter. Da geht es ums Zielen und um Recoil-Management. Das sind solche Feinheiten und Twitch-Aiming und alles Mögliche. Da muss ich einfach schauen, dass ich meine Priorisierung in der Spieleentwicklung so lege, dass das am Ende passt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Punkt Nummer 2, Footsteps. Das ist schon schwieriger, sich dran zu gewöhnen. Das Aiming geht ja noch. Das ist ja erst der Anfang. Aber die Footsteps, sich da dran zu gewöhnen, dass die so schlecht umgesetzt sind, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Du hast in diesem Spiel, Battlefield 4, super Footsteps. Für jedes Surface andere Footsteps. Man hört sie, wenn alles still ist. Gut, jetzt kommt das Problem. In Battlefield 4, gerade bei diesem chaotischen Map-Design, kommen wir auch noch dazu, ist immer und überall Geballer. Und wenn es weiter weg ist, was ist in einem Battlefield 4 Gunfight, der weiter weg ist? Er wird gedämpft, aber du kannst ihn hören und du kannst ihn sogar laut hören. Und die Footsteps werden dermaßen, die werden einfach völlig überblendet. Du hast in Battlefield 4 immer überall irgendwo Beschuss. Ist auch völlig egal wo. Und das blendet dir rund um die Uhr die Footsteps aus. Und das ist so ein wertvolles Mittel für Spieler, die Geld für 3D-Hardware und 3D-Sound ausgeben und die auch vielleicht einfach gut spielen wollen und nicht nur aus Jux und Tollerei und auch nicht nur aus Spaß, sondern auch einfach um gut sein zu wollen. Denen nimmt man eben dieses Instrument weg, dass man mit Footsteps vielleicht den Gegner schon kommen weiß, dass er kommt, bevor man ihn sieht. Und das ist wieder so ein, das ist einfach, wo ich sage, das Instrument wird dem guten Spieler genommen. Mein Verbesserungsvorschlag, macht es doch einfach wie in Battlefield 3. Ich glaube zumindest, dass es in Battlefield 3 so läuft. Die werden nicht nur dumpfer, die Schussgeräusche, die werden auch einfach leiser. Und die Footsteps müssen dann einfach eine höhere Maximallautstärke haben. Zumindest wenn jemand vor mir um die Ecke rennt, dann muss ich das hören. Selbst wenn 10 Meter jemand ballert, das ist ein Shooter, wo sowas unglaublich wichtiger Indikator ist. Und dann muss ich das so einstellen, dass ich es höre. Egal was. So, nachdem ich mich also am schwammige Aim-Gefühl bisschen und ja, durch Übung halt dran gewöhnt habe, gewöhne ich mich daran, dass ich keine Footsteps oft mehr höre. Ich schaue ein bisschen öfter um Ecken und so weiter. Es ist alles ein bisschen umständlich. Es ist alles schade, aber man kann sich gerade noch so dran gewöhnen. Man muss es halt einfach runterschlucken. Okay, habe ich geschafft. Das nächste, was ich schlucken muss, Problem Nummer 3, ist schon wesentlich schwieriger zu verdauen. Es ist das Map-Design. Das Map-Design in Battlefield 4 auf fast jeder Map leider impliziert völliges 360-Grad-Gameplay. Man kann sich, egal wie gut man die Map kennt, manchmal kaum retten, weil es teilweise, das ist eigentlich das größte Problem, gerade bei Infanterie-Maps einfach zigtausend Ebenen gibt. Es gibt 100 Fenster überall, die überall
irgendwie Einsicht haben. Es gibt 100 Ebenen. Die Minimap hat überhaupt keine Aussagekraft mehr, wenn du einfach dein Haus hast mit Dach, mit zweiten Stock, ersten Stock und Floor, irgendwie die Garage. Wenn du da irgendeinen spottest, du musst vorsichtig sein, weil wenn du an der Garage vorbeiläufst und wirst erschossen, denkst du mir, das ist völlig dämlich, der war auf der Minimap, warum habe ich da nicht reingeschaut? Dann schaust du rein und er ist zu 25% da drin oder eben auf Stockwerk 1, 2 oder Dach. Es ist völlig Banane, weil du kannst auch nicht die Übersicht haben über diese ganzen Fenster, über diese ganzen Ebenen. Es ist einfach nur, du wirst einfach in ein Fass geschmissen und mit den anderen und irgendeiner steht zuletzt. Es ist einfach, du kannst keine Übersicht haben. Und das ist eben dieses 360-Grad-Gameplay, was mich extrem stört in dem Spiel, was einfach die Struktur rausnimmt und vor allem die Taktik rausnimmt und dass eben, du hast keine Möglichkeit, die Übersicht zu bewahren. Und da als Verbesserungsvorschlag möchte ich einfach anführen, denkt nach und führt Systeme ein, wenn ihr Maps baut. Und vor allem viel mehr anspielen die Maps auch. Was Fahrzeugmaps angeht, habt ihr eigentlich einen super Job gemacht, EA und DICE. Es sind offene Maps, aber es gibt keine 100.000 Ebenen. So wie eine Vehicle Map eben sein muss. Man kann fast überall hinfahren, es gibt nicht zu viele Campingspots. Die Infanterie hat auf den meisten Maps auch ein bisschen Platz, sich zu entfalten, aber die Infanterie-Maps oder die infanteriebetonten Maps, die sind so chaotisch. Da würde ich einfach empfehlen, schaut euch die Battlefield 3 Maps, Talar Market zum Beispiel an. Da gibt es 100.000 Flanking Routes, man hat genügend Möglichkeiten, sich auszubreiten. Es gibt zwei Ebenen, was noch zu verkraften ist. Die überlagern sich auch nicht, die Ebenen. Du hast zum Beispiel das Hausdach oder eben die Straße daneben. Das heißt, wenn du jemanden auf dem Hausdach auf der Minimap siehst, weißt du, er ist da oben und nicht irgendwie unten drunter irgendwas. Also ich will es gar nicht zu so kompliziert halten, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Vier Stockwerke und überall Fenster ist einfach over the top. Das ist Randomness und es impliziert auch, dass die Camper sich da halt reinsetzen. Es wird immer diese Kinder geben, die dann irgendwie nichts drauf haben und sich irgendwo verschanzen müssen. Und das nervt halt den Durchschnitts-Battlefield 3-Spieler, was de oder Battlefield-Spieler allgemein, was definitiv nicht der größte Noob ist, hoffe ich zumindest. Mein Tipp also allgemein für das Map-Design von Battlefield-Maps: radikal das vertikale Gameplay runterfahren und radikal überdenken, wo könnte sich jetzt ein völliger Noob hinsetzen und einfach auch dann so mal Hochhausdächer limitieren wie auf Siege of Shanghai. Braucht kein Mensch. Es braucht kein Mensch. Und das ist nicht das Only in Battlefield. Ganz bestimmt nicht. Only in Battlefield ist, wenn ich anständige Indikatoren habe, Gegner flankieren kann und mit Sinn und Verstand und mit Talent und mit Skill auch mal fünf, sechs Leute platt machen kann, weil ich eben das Map-Design mir zunutze gemacht habe, weil ich mir das gute Aim-Gefühl, die Snappiness zunutze gemacht habe, weil ich mir die Footsteps zunutze gemacht habe. Das ist Only in Battlefield und nicht, dass ich mit einem Battle Pickup One-Shot irgendwas da oben liege und rumeier. So, jetzt habe ich mich ans schwammige Aim gewöhnt, jetzt habe ich mich an die ausbleibenden Footsteps oft zumindest gewöhnt und jetzt habe ich mich ans Map-Design gewöhnt, indem ich eben immer die vorsichtigste Route nehmen oder mir immer mehr Zeit lasse zum Upscouten oder einfach nur, keine Ahnung, irgendwie akzeptiere, dass ich manchmal einfach von hinten erschossen werde und keine Chance hatte, mehr Übersicht zu haben. Ich schluck's runter, habe ich mich auch daran gewöhnt. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt, den vorletzten und den kann, da kann ich mich, da hört es mit der Gewöhnung völlig auf, weil da habe ich auch keinen Verbesserungsvorschlag, weil das einfach nur nicht funktionieren. Jetzt geht es mit den großen zwei nicht funktionierenden Punkten weiter und die kennt ihr auch. Wir fangen mit Punkt Nummer 1 an, von denen sind zwei, also insgesamt Punkt Nummer 4, Hit Detection. Was bringt es mir, wenn ich die Waffenbalance in Battlefield 4 auf den Kopf stelle und es besser mache? Da muss ich auch lobend sagen, in Battlefield 4 die Waffenbalance an sich ist hervorragend eigentlich gelöst. Du hast zum Beispiel mit einer AEK, brauchst du schon unglaublichen Skill auf 50 Metern mit Burst, auch nur mit dem richtigen Attachment, Angled Grip zum Beispiel. Mit kleinen Microbursts überhaupt noch was zu treffen. Ist gut gemacht. Ist gut gemacht. Hat eine ewig hohe Time to Kill. Du brauchst ewig viel Ammo, weil es einfach eine Close-Range-Waffe mit hoher RPM ist. Dafür geht es mit einer AK-12 leicht. So wie mit einer Abakan vielleicht in Battlefield 3. Dafür ist die halt im Nahkampf scheiße. Es gibt keine M16 mehr, die auf jeder Distanz gut ist, wenn du ein bisschen
das kannst. Es gibt keine Abakan mehr, wo du dir die Rate of Fire zurechtlegen kannst und sowieso jede andere Waffe völlig dominieren kannst. Die Waffenbalance in dem Spiel ist viel besser. Was bringt mir das jetzt aber, wenn ich diese schwierigen Waffen zu lerne zu kontrollieren, wenn ich dann eine Hit Detection habe, die völlig Banane ist, die die ganze Zeit den Dienst verweigert, wo dir ein Hitmarker nach dem anderen um die Augen geworfen wird und dann irgendwie stirbst du und der Typ, der dich getötet hat, lebt noch mit 55 HP, obwohl du ihn 6-mal gedrückt hast. Dann wird er erschossen von einem völlig unbeteiligten Typ, der danach dazu stoßt und du kriegst einen Killassist 17. Warum? Wie? Das kann nur völliges Versagen der Hit-Detection und auch des Netcodes oder einfach das Live-Stellen der Hit-Detection sein. Also, dass da einfach Hitmarker erkannt werden, kleinzeitig, aber es schafft es einfach nicht bis zum Gegner. Es geht irgendwo verloren. Und das ist so katastrophal, dass du wirklich auch die Waffen so beherrschen kannst, wie du willst. Du kannst zum Beispiel, wenn du zwei Gegner antriffst, kannst du nimmer sagen, ich halte jetzt so und so viele Kugeln auf den drauf und dann gehe ich rüber zum nächsten und mache den anderen platt. Das geht nimmer. Teilweise schieße ich mit einer AEK auf 5 Meter ADS in einen Typen rein. Einer von zwei stehen fast nebeneinander. 15 Kugeln, dann gehe ich rüber auf den anderen. Der steht immer noch. Dann killt er mich und ich sehe Health. 45 HP oder so. Wo ich sage, das kann überhaupt nicht sein. Allein die Kugeln, die ich gefeuert habe. Die Präzision, ich hatte in Zentimetern hatte ich Spielraum zu allen Zeiten auf dem Monitor. Ich hätte ihn geil verfehlen können, niemals. Und dann gehst du auf den anderen Gegner und denkst, ja, der eine fällt um, machst den anderen, dann killt dich der erste, den anderen hast du gar nicht mehr getroffen, obwohl du auch Hitmarker bekommen hast. Das ist alles so wirr, so völlig wirr, dass es dir überhaupt nicht, oder dass es dir zumindest oft überhaupt nichts bringt, die Waffen zu trainieren und eben generell dann irgendwie gutes Aiming zu haben und so. Das ist alles nur noch dieser Willkürlichkeitstopf. Wer hat gerade den Netcode auf seiner Seite, beziehungsweise wer hat gerade die Hit-Detection auf seiner Seite? Klappt's jetzt mal nicht? Das ist der erste Punkt, wo ich sage, da kann ich mich nimmer drauf einstellen, weil es ist bei jedem Firefight, bei jedem Gegner komplett willkürlich anders und eine AEK wäre so eine geile Waffe, wenn sie mit der Hit-Detection von Battlefield 3 laufen würde. Die Battlefield 4 AEK ist sowas von geil. Sie ist beschränkt in ihrer Reichweite, aber das bringt alles nichts, wenn einfach die Hit-Detection überhaupt nicht mehr funktioniert. Und da als einziger Verbesserungsvorschlag Prioritätensetzung wieder. Das kann nicht sein, dass sowas so untergeht in der Entwicklung und dann am Schluss einfach scheiße ist, weil das ist so, die Shooter-Grundlagen eines Shooter haben Grundlagen zu bleiben und nicht irgendwo hinten angestellt zu werden. So einfach ist es. Und da muss ich dann auch irgendwann schaffen, an Battlefield 3 Niveau anzuknüpfen, wo du eine Reproduzierbarkeit von Firefights hast, wo du genau weißt als guter Spieler, du musst ungefähr so und so lang draufhalten und dann zum nächsten, je nach Distanz. Und wenn du dich irrst, musst du verstehen können, ah, war ein Ticken zu kurz, du musst es merken, das muss einfach reproduzierbar sein und nicht willkürlich. Und somit natürlich auch völlig unzuverlässig. Punkt Nummer 5, ihr werdet jetzt alle wissen, Asynchronitäten und Netcode. Ich habe schon genügend drüber gesprochen. Es kann nicht sein, wenn ich mich aus der Deckung bewege, nur um zu gucken, ob jemand da ist im Hipfire und sofort wieder den Schritt rüber macht. Das ist wirklich bei mir, wenn ich es richtig mache, in 0,3 Sekunden bin ich für 0,3 Sekunden exposed. Also kann mich der andere sehen sozusagen. Ich will nur sehen, ob da jemand ist, ob ich vielleicht noch nachladen kann oder zur Pistole wechseln muss. Irgendwas, irgend so ein informativer Sidestep. Dauert so ultra, ultra kurz. Wie kann es sein, dass mich dann ein, sag ich mal, ganz normaler Spieler, dass der aus dem Sprint abstoppt, die Waffe anlegt und mich so oft und so lang beschießt, dass ich meine 5 oder 6 Treffer, je nach Waffe, bekomme, und hinter der Waffe sowas von sofort Unfall. Wie kann denn sowas sein, dass es so bananig ist? Wie kann es denn sein, dass mir jeder Spieler, auf den ich treffe, vorkommt wie ein Pro-Gamer, der keine Reaktionszeit hat und immer die Waffe, die er gerade hat, perfekt anwendet und perfekt kontrolliert? Wie kann es denn sein, dass jeder Spieler oder fast jeder Spieler so ist, es sei denn diese Spieler, die einfach nicht auf dich feuern oder feuern und es kommt nichts an? Ich sag's euch, woran das liegt. Manchmal hast du quasi wirklich den Netcode auf deiner Seite und du siehst den Gegner praktisch eine volle Sekunde früher, weil er läuft dir entgegen, du hast den Netcode auf deiner Seite. Auf der anderen Seite
Halt, ich bleibe nochmal bei meinem Beispiel. Ich sehe den Gegner früher aus irgendwelchen Netcode frei erfundenen Gründen. Also es wirkt frei erfunden. Ich kann den Typ völlig, völlig widerstandslos platt machen. Was ich aber gar nicht nötig hätte, weil als guter Spieler, entweder du regelst es so oder du bist scheiße und gehst halt drauf. Und dann sagt man auch gar nichts. Aber wenn du jetzt umgekehrt die Situation hast, dass du in jeden, in den du reinläufst, eine Runde lang, so, immer instant tot bist, jedes Mal, und von den fälligsten Leuten, und dann schaust du dir deine Stats an, du hast gerade so irgendwie 15 zu 5 oder 6 oder 7, und der Typ, der dich platt gemacht hat, von dem du denken könntest, er war völlig Pro, ohne Reaktionszeit, alles perfekt, hat einfach einen Kotti von 5 zu 9 oder 4 zu 10. Völlig, es ist völlig gaga, es ist völlig asynchron. Und auch da kann ich nur sagen, Prioritätensetzung, dann kriegt's halt irgendwie gebacken, dass ihr beim nächsten Spiel, für das Spiel ist längst zu spät, da wird nie mehr ein Patch kommen, der wirklich was verbessert. Ist auch seit Release nur sehr mäßig gebessert worden. Verstehe ich auch, weil das Spiel ist entwickelt, ganz ehrlich, der Netcode ist so tief in der Entwicklungsebene, da kann ich nachträglich fast gar nichts mehr machen. Da muss ich einfach beim nächsten Spiel sagen, ich krieg das gebacken. Und wenn nicht, dann verschiebe ich mein Spiel, weil die Leute werden so geil auf Battlefield 5 sein, wenn da der Netcode kommt. Wenn da der Netcode gut ist. Und wenn das andere Zeug funktioniert, da ist doch scheißegal, ob ich es ein halbes Jahr später verkaufe, wenn ich dann viel fucking mehr verkaufe, so viel mehr und alle glücklich und alle toll. Das kann sich nur lohnen für EA und DICE. Und ganz ehrlich, da appelliere ich einfach an gesunden Menschenverstand, dass die Spieler nicht mehr nur nach Grafik und Mainstream und Kiddie-Tauglichkeit entwickelt wird, sondern auch ein bisschen Fokus auf technisches Funktionieren gelegt wird. Und ich muss sagen, ich habe die ersten drei Dinge sind schon eigentlich, alle drei eigentlich schon lächerlich und können in einem Shooter so eigentlich gar nicht sein. Ich habe es runtergeschluckt, ich habe das Map-Design geschluckt, ich habe die Footsteps geschluckt, die nicht funktionieren, und das schwammige Aim-Gefühl habe ich auch geschluckt. Ich habe mich daran gewöhnt, ich habe daran gearbeitet, ich habe daran gearbeitet, die komplizierten Waffen zu lernen. Kriegt das mittlerweile meiner Meinung nach auch hin. Und dann kommt einfach die Hit-Detection und den Netcode und tritt deine Fähigkeiten mit Füßen. Und ich muss sagen, ich bleibe mittlerweile nur noch bei Battlefield 4, weil sich so viele Leute von mir wünschen, dass ich Battlefield 4 thematisiere, dass ich genauso viel Disziplin habe wie ein Rival X-Factor oder ein Level Cap. Höchsten Respekt vor einem Rival X-Factor, denn seine große Fähigkeit ist doch nicht Aiming, denn seine große Fähigkeit ist doch nicht Spielverständnis, denn seine große Fähigkeit ist es, dieses Spiel, wie es ist, in dem State hinzunehmen und mit Spaß zu spielen. Und wenn ein Rival X-Factor mit einem Schuss um die Ecke kommend erschossen wird, er schluckt's runter und macht weiter, immer und immer weiter. Und das ist die wahre Fähigkeit des Rival X-Factors. Und da habe ich auch allerhöchsten Respekt vor. Und da muss ich auch sagen, ich kann's nicht. Ich habe nicht diese Disziplin. Ich werde jedes Mal wütend, wenn ich das Spiel spiele, und ich habe keine Lust mehr drauf. Das wird nicht mehr besser. Ich werde auf kurz oder lang bei Battlefield 3 bleiben. Und es tut mir einfach leid an meine Abonnenten. Ich würde so gern, dass mir das Spiel auf irgendeine Art und Weise Spaß macht oder dass auch das Spiel mir die Möglichkeit geben würde, noch besser zu werden. Aber ich bin einfach, ich habe das Gefühl, ich bin an meinem Limit angekommen und auf die ganzen anderen Sachen habe ich keinen Einfluss mehr. Wenn der Netcode, wenn jeder einfach mich mit One-Hit macht oder jedes zweite Mal, manchmal mache ich die Leute mit One-Hit, das ist alles so diffus und wirr und asynchron. Ich kann's, das ist einfach zu schlecht. Ich bin einfach irgendwo bedient und an meiner Schmerzgrenze quasi angekommen. Also bitte verzeiht mir, wenn ich vielleicht doch mehr oder weniger bei Battlefield 3 bleibe. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich weiß noch nicht. Ich probiere es mit Battlefield 4 immer und immer und immer wieder. Aber bitte verzeiht mir, wenn ich da nicht so die Disziplin und nicht so eine Sachlichkeit und Abgebrühtheit habe wie ein Rival X-Factor oder ein Level Cap. Deswegen auch allerhöchsten Respekt an diese Leute, dass die so viel Geduld mit einem Spiel haben, das in dem Zustand schon einiges an Nerven kosten kann. Servus.